Hallo zusammen, mein Name ist Jasmin Lois-Rodriguez und ich habe heute wieder ein wundervolles Tutorial für euch und zwar den aktuellen Herbst-Winter-Look von Annemarie Berlind. Wie ihr schon sehen könnt, hat dieser Look ganz viele Mokka- und Trüffeltöne in sich, was super, super schön zur Herbst- und Winterzeit passt. Und wenn ihr möchtet, nehme ich euch jetzt mal mit und zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr diesen Look nachschminken könnt. Wir starten mit dem Feuchtigkeits-Make-up von Annemarie Berlind. Ich nehme die Farbe Bronze, da ich schon ein bisschen gebräunt bin. Dieses Make-up könnt ihr in leichten Klopfbewegungen einarbeiten oder ihr könnt es auch super gerne, wie ich es hier mache, einfach in den Händen verteilen und dann schön in das Gesicht einmassieren. Achtet darauf, dass ihr keine Ränder hinterlasst, gerade am Haaransatz. Da ist es super wichtig, dass das Make-up wirklich sehr, sehr gut in die Haut eingearbeitet worden ist. Kleine Unebenheiten und Augenringe tue ich mit der Abdeckcreme abdecken, indem ich hier ganz kleine, ja leichte Pünktchen auftrage und die auch ebenfalls in die Haut einklopfe. Das Einklopfen hat gerade unter dem Auge den riesen Vorteil, dass sich das Produkt einfach super mit der Haut verbindet, da unsere Haut am Auge und unterm Auge das beweglichste ist und sich natürlich über den Tag da sehr viel absetzt. Los geht's mit den Augenbrauen. Meine Augenbrauen sind schon relativ dunkel, deshalb tue ich nur noch ganz kleine Härchen nachfahren und durchbürsten. Wichtig hierbei ist, dass man wirklich kleine Härchen zeichnet und darauf achtet, dass man nicht ganze Blöcke malt. Um ein bisschen mehr Frische zu schaffen, arbeite ich hier das Raspberry Rouge, Puder Rouge von Annemarie Berlind ein, welches einen super frischen Ton schenkt. So, welche zwei Lidschatten nehme ich? Ich fange an mit Mauve. Mauve trage ich auf mein komplettes bewegliches Augenlid auf. Der mitgelieferte Applikator eignet sich dafür super. Das ist ein wunderbarer, schöner, schimmernder Roséton, der wirklich super alltagstauglich ist. Jetzt wollen wir aber noch ein wenig intensiver werden. Deshalb nehme ich mir den Ton Mokka her und arbeite den auch gerne mit dem mitgelieferten Applikator in die Lidfalte ein. Zusätzlich trage ich auf dem oberen Wimpernkranz so einen leichten kleinen Eyeliner auf, um mir so ein bisschen Bambi-Eyes zu schaffen, um mehr Tiefe zu schaffen, um auch das Auge mehr zu öffnen. Kleiner Tipp, dieser Look ist auch super für Schlupflider geeignet, weil man eben aus der Lidfalte raus schön rausschattieren kann, um das Auge zu öffnen. Ihr könnt mit dem Rest vom Applikator auch auf den unteren Wimpernkranz gehen und somit auch noch mal mehr Tiefe schaffen. Wer mit dem Applikator nicht klarkommt, darf gerne einen Blenderpinsel nehmen und alles schön sanft in die Haut einarbeiten. Ihr seht, ein super, super schönes Ergebnis. Jetzt wollen wir aber trotzdem noch mehr Tiefe schaffen. Deshalb gehen wir auf die untere Wasserlinie mit dem Kajalstift in der Farbe Brown. Wer hier nicht so geübt ist, darf sich gern ein paar Minuten Zeit nehmen. Für viele ist das nicht so angenehm, aber durch die super natürlichen Inhaltsstoffe in diesem Kajal werdet ihr hier keinerlei Allergien haben. Und noch die Creme de la Creme, der Flüssig-Eyeliner. Damit fahre ich mir auf dem oberen Wimpernkranz eine schöne feine Linie und lasse sie nach außen etwas auslaufen. Bleibt mit den Augen gerne noch 30 Sekunden geschlossen, damit sich oben nichts absetzt. Wir kommen zum fast letzten Schritt und zwar zum Lippenstift. Der Lippenstift Red Truffle, eine schöne limitierte Edition. Achtet darauf, dass ihr wirklich sauber an den Rändern arbeitet, dass es einfach ein schönes homogenes Ergebnis ist und tragt auch hier gerne zwei Schichten auf. Zum Abschluss könnt ihr mit der Long Lasting Volume Mascara schön eure Wimpern zum Ausdruck bringen, damit euer Auge noch mehr geöffnet wird. Und das war's auch schon. So einfach könnt ihr diesen Look nachschminken und natürlich aus gegebenen Anlass, da wir hier sehr auf das Auge fokussiert sind, eignet sich das natürlich auch perfekt, wenn man eine Maske trägt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß beim Nachschminken.